Servus, ich zeige dir heute, wie du deinen Stream individualisieren und aufwerten kannst. Zum Beispiel mit solchen Szenenübergängen hier oder mit einem Blur-Effekt, den du nicht nur auf deine Webcam, so wie hier, oder auch auf andere Quellen legen kannst. Oder aber, wie du auf deine Webcam zum Beispiel einen Filter wie diesen Pixelfilter legen kannst oder einfach sagst, hey, heute ist Funky Town angesagt. Ich habe für dich in diesem Video drei OBS-Plugins rausgesucht, mit denen du das und noch ein paar Dinge mehr machen kannst. Wie immer gilt, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und wenn du Fragen hast oder Bock hast, über solche Themen zu sprechen, komm gerne in meine Streams vorbei. Ich stream immer mittwochs um 19 Uhr und freitags um 17 Uhr. Das erste Plugin, was wir uns angucken, ist StreamFX. Und vielleicht kennst du es schon aus meinem letzten Video, wo wir uns zusammen einen Be Right Back Screen gebastelt haben. Oder zum Beispiel, so wie du das hier in meinem Bild gerade siehst, dass mein Desktop, den ich dir gerade zeige, im Hintergrund nochmal mit einem Blur-Effekt ist. Das schaffst du mit dem StreamFX Plugin. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Lad dir das Tool einmal runter. Du gehst hier auf History und ich empfehle dir hier, wie beim letzten Mal auch schon, lade dir eine etwas ältere Version runter, zum Beispiel die 9.2 aus dem Dezember. Einfach hier auf den Download-Button klicken, ganz nach unten scrollen und die Windows-Exe hier einmal downloaden. Wenn du dir das Ganze runtergeladen hast, einmal in deinen Download-Ordner gehen und das StreamFX installieren und danach dein OBS neu starten. Wenn wir uns nun das OBS anschauen und auf das Plus bei den Quellen gehen, hast du nun hier ganz neu durch das StreamFX-Plugin den Quellenspiegel. Das bedeutet, du kannst jetzt jede x-beliebige Quelle in deinem OBS 1:1 spiegeln und kannst die gespiegelte Quelle bearbeiten, ohne dass sich diese Bearbeitung auf deine Originalquelle auswirkt. Das heißt zum Beispiel, du siehst das hier bei mir, ich habe quasi meinen rechten Bildschirm genommen und habe den gespiegelt und mit einem Blurfilter hinterlegt. Wie geht das? Ich lösche jetzt den einmal raus und würde jetzt hingehen und sage, okay, einen Quellenspiegel, ich möchte Bildschirm rechts Blur, erstelle mir den, okay, und sage, ich möchte meinen rechten Bildschirm spiegeln. Hier, ich nehme meine Originalquelle, wähle die an und spiegel die. Und jetzt kann ich mit Rechtsklick auf die Filter gehen und auch das ist jetzt mit dem StreamFX Plugin neu. Du kannst dir den Weichzeichner hier hinzufügen. Und mit dem Weichzeichner erstellst du diesen Blur-Effekt. Du wählst dir hier den Gaussian Filter aus, zumindest ist das der, der mir gefällt. Ich habe das auf 50 gestellt hier bei der Größe. Ich schließe das, lege das Ganze unter meinen rechten Bildschirm, zack, und du siehst, ich habe jetzt im Vordergrund die Originalquelle Bildschirm rechts und im Hintergrund habe ich meine rechte Bildschirmquelle mit dem Blurfilter. Und du hast noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst beispielsweise auch wieder Rechtsklickfilter, wir machen das jetzt bei der Cam, einen 3D-Transformationsfilter hinterlegen. Und dort hast du zum Beispiel die Möglichkeit, deine Perspektive von deiner Webcam komplett anzupassen. Du kannst jetzt sagen, okay, ich möchte das Ganze ein bisschen neigen und schwenken tun wir das Ganze auch noch. Und dann drehen wir das hier. Da musst du jetzt natürlich kreativ sein und gucken, wie passt das in dein Overlay, in deinen Stream. Aber du hast diese Möglichkeiten mit dem Plugin jetzt. So, und schon schaue ich von oben herab auf mein Bild. Auch schön. Wer es mag. Plugin Nummer 2 ist OBS Shader Filter. Mit OBS Shader Filter kannst du dir alle möglichen Effekte auf deine Webcam legen. Von irgendwelchen Farbspielen bis hin zu, du hast ein verpixeltes Bild. Es ist sehr, sehr viel möglich. Wir schauen uns das gleich gemeinsam an. Du findest OBS Shader Filter hier wieder in der Videobeschreibung zum Runterladen. Lade dir einfach die letzte Version runter. Wie integrierst du das Ganze nun in dein OBS? Wenn du es dir runtergeladen hast, hast du diese ZIP-Datei. Die öffnest du einmal, gehst hier auf OBS Studios und kopierst dir das, diesen kompletten Datensatz in deinen OBS-Ordner rein. Du siehst hier schon, Data und OBS-Plugins sind hier genauso verfügbar. Du ziehst dir das einmal rein. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das schon drin. Und that's it. Du musst dein OBS dann einmal neu starten und dann hast du diese Filter hier integriert. Das funktioniert bei dem dritten Plugin, was ich dir in diesem Video zeige, 1:1 genauso. Wie bekommst du jetzt die Shader, die ich dir am Anfang vom Video gezeigt habe, auf deine Cam? Ganz, ganz simpel. Geh mit Rechtsklick auf deine Cam-Quelle, einmal auf die Filter und über das Plus fügst du dir jetzt User-Defined Shader hinzu. Zack, jawollo. Und jetzt musst du noch einmal den Haken bei Load Shader Text from File setzen.
Jetzt kannst du nämlich die mitgelieferten Shader hier einmal dir aussuchen. Kleine Info, es funktionieren leider nicht alle Shader. Du musst dich da ein bisschen durchprobieren. Der Pixel Shader beispielsweise, den hast du anfangs gesehen, der funktioniert auf jeden Fall. Was kannst du noch machen? Wir hatten am Anfang den Rainbow Shader im Video gesehen. Und hier gibt es nämlich eine Besonderheit. Du siehst das jetzt hier, der Rainbow Shader legt sich komplett über das Kamerabild. Wenn du das jetzt hast, musst du hier einmal nach unten scrollen und Apply to Image anklicken. Dann bist du auch wieder sichtbar. Du hast jetzt hier wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst jetzt hier die Geschwindigkeit vom Farbwechsel angeben. Mir persönlich ist die Ursprungseinstellung etwas zu schnell. Du kannst hier sehr, sehr viele Spielereien machen. Wenn man zum Beispiel den Night Sky Shader nimmt, ich zeige dir den auch einmal, dann bist du jetzt hier einmal zu sehen im Mondschein. Und auch hier hast du die Möglichkeit, alles Mögliche umzustellen. Du kannst die Farben komplett verändern, vom Himmel, von den Sternen. Du kannst die Anzahl der Sterne verändern. Also spiel dich hier einfach, probiere die verschiedensten Filter aus, so wie sie zu dir und zu deinem Stream passen. Hilfe, ich bin in einer Videokassette gefangen. Oh mein Gott. Und nun zu meinem persönlichen Highlight, zu OBS-Plugin Nummer 3, zu den Move Transitions. Mit den Move Transitions kannst du diese Übergänge erstellen. Wie machst du das? Du lädst dich hier einmal auf der Website die Move Transitions runter. Auch hier würde ich dir empfehlen, nimm nicht die aktuellste Version, nimm eine, die etwas älter ist. Ich habe die Januar-Version mir installiert und kopiere dieses Plugin wieder in deinen OBS-Ordner, so wie wir es bei OBS-Plugin Nummer 2 gemacht haben. Wenn du jetzt in deinem OBS bist, brauchst du hier den Menüreiter Szenenübergänge. Sollte der jetzt bei dir nicht sein, weil du den vielleicht irgendwann mal weggeklickt hast, geh auf Ansicht, Docs und setze hier bei Szenenübergänge den Haken rein, dann hast du ihn hier drin. Und jetzt findest du bei deinem Szenenübergang neu in diesem Dropdown den Menüpunkt hinzufügen, verschieben. Und das ist jetzt die Move Transition. Die fügst du einmal neu hinzu, okay? In diesem Menü musst du jetzt einstellen, was passiert mit Items, also mit Quellen, die sich matchen, die identisch sind. Was passiert mit Quellen, die neu hinzugekommen, wenn du die Szene wechselst? Und was passiert mit Quellen, die verschwinden, wenn du die Szene wechselst? Und dafür kannst du hier oben einmal festlegen, wie du den Match deiner Quellen definieren möchtest. Also zum Beispiel, wenn sie die gleiche Quellenname haben einmal, was logisch ist. Du kannst es dann noch sagen, okay, die Nummer, wenn du zum Beispiel Cam 1, Cam 2 und Cam 3 hast, dann könntest du mit einem Klick hierauf, würde das System erkennen, okay, wir löschen 1, 2 und 3 und matchen den Rest, nämlich Cam. Und du kannst sagen, okay, wenn das letzte Wort removed wird, also verschwindet und das davor gleich ist, dann soll das auch gematcht werden. Also zum Beispiel, wenn du hast Bildschirm rechts, Bildschirm links, würde rechts und links gelöscht werden und Bildschirm würde er erkennen als Match und würde dann hier auch zu den Matched Items gehören. Das stellst du dir einmal ein und dann kannst du hier einfach einstellen, was soll mit diesen Quellen passieren. Ich habe jetzt hier einmal die Standardeinstellungen gelassen, so dass, wenn du jetzt gar nichts großartig verstellst, du trotzdem diese Übergänge so in dieser Form hast. Das war's zu diesem Tutorial zu den OBS-Plugins. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ich wünsche dir viel Spaß, sei kreativ beim Einstellen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Doc is out. Ciao.